is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Kein Grund zum Prahlen. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen, mit meinen Augen. Menschen, die biblische Heiligung erleben, werden Demut und Bescheidenheit an den Tag legen. Wie Mose haben sie einen Blick auf die ehrfurchtgebietende Majestät der Heiligkeit getan. Nun erkennen sie ihre eigene Unwürdigkeit im Gegensatz zur Reinheit und höchsten Vollkommenheit des Unendlichen. Der Prophet Daniel ist ein Beispiel echter Heiligung. Sein langes Leben war vom edlen Dienst für seinen Meister erfüllt. Er war ein von Gott Geliebter. Anstatt aber auf seine Reinheit und Heiligkeit zu pochen, identifiziert sich dieser ehrenwerte Prophet mit den wirklich schlimmen Sündern Israels, als er vor Gott für sein Volk Fürbitte einlegte. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Er sagte, als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünden bekannte. Als Hiob die Stimme aus dem Wettersturm vernahm, rief er: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Es geschah, als Jesaja die Herrlichkeit des Herrn erblickte und die Cherubim rufen hörte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, dass er aufschrie: Weh mir, ich vergehe. Nachdem Paulus in den dritten Himmel entrückt wurde und Dinge hörte, die ein Mensch nicht aussprechen kann, bezeichnete er sich selbst als den Allergeringsten unter allen Heiligen. Und der Lieblingsjünger Johannes, der sich an Jesu Brust lehnte und seine Verklärung mit ansah, fiel wie ein Toter dem Engel zu Füßen. Wer im Schatten des Kreuzes von Golgatha lebt, bei dem kann es keine Überheblichkeit geben, kein Prahlen, man sei frei von Sünde. Solche Menschen spüren, dass ihre Sünde die Seelenangst verursachte, an der das Herz des Gottessohnes schließlich brach. Dieses Bewusstsein lässt sie ganz klein werden. Die am engsten mit Jesus verbunden sind, entdecken am deutlichsten, wie schwach und sündig der Mensch ist. Ihre einzige Hoffnung liegt im Verdienst eines gekreuzigten und auferstandenen Heilands. The Lord is coming. Are you ready?